jetzt stehen wir hier vor dem Deutschen Bundestag, um deutlich zu machen, dass wir denjenigen, die fast in jeder Sitzungswoche irgendeinen Auslandseinsatz der Bundeswehr beschließen, ein deutliches Nein entgegensetzen. Wir sagen den Fraktionen im Deutschen Bundestag ganz gleich, ob das die CDU, CSU, die FDP, Bündnis 90, die Grünen oder auch die Sozialdemokraten sind, dass wir heute marschieren, weil wir fordern den Rückzug aller Truppen aus dem Ausland, die Bundeswehr im Ausland nichts zu suchen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen aber auch hier, um deutlich zu machen, dass wir nicht akzeptieren, dass heutzutage die Schule bereits schon zum Rekrutierungsfeld für junge Menschen gemacht wird, und fordern deshalb den Bundestag auf, im Grundgesetz zu verankern, dass Militärs an Bildungseinrichtungen nichts zu suchen haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier, um deutlich zu machen, die Bundeswehr in Mali, eventuelle Einsätze in Syrien oder im Iran lehnen wir ab, und wir machen deutlich, dieses Land, das in seine verteidigungspolitischen Richtlinien hineingeschrieben hat, dass zwischenzeitlich die Verteidigung des freien Marktes und die Verteidigung der Rohstoffinteressen als Teil des Auftrages der Bundeswehr durchgesetzt werden, diese verteidigungspolitischen Interessen interessieren uns nicht. Wir werden uns der Bundeswehr, wir werden uns dem Militär entgegenstellen, wenn sie irgendwo hingeschickt werden sollen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, freuen wir uns, dass beispielsweise vor den Rüstungskonzernen Blockaden organisiert werden. Wir freuen uns, dass Atomwaffenfrei für Bücher im August eine große Blockade mit Musik plant, und wir sagen, aus Berlin werden wir dabei sein. Und liebe Freundinnen und Freunde, der Deutsche Bundestag, der ständig soziale Leistungen kürzt, der Menschen degradiert, mit Hartz IV leben zu müssen, hat aber kein Problem, den Rüstungshaushalt ständig zu erhöhen. Wir fordern, kürzt diesen Rüstungshaushalt radikal und setzt das Geld endlich für die soziale Entwicklung und Bildungsentwicklung dieses Landes ein. Und ein letztes, liebe Freundinnen und Freunde, wir kündigen den Damen und Herren, die heute ja nicht da sind, weil sie in der Osterpause sind, an, wir werden so lange auf die Straße gehen, bis es weltweit kein Militär mehr gibt. Wir werden so lange auf die Straße gehen, bis in Deutschland kein einziger Panzer mehr produziert wird. Und wir sagen allen, die Panzer in das Ausland bringen, wir sagen denen, die bei Heckler und Koch dafür sorgen, dass Kleinwaffen ins Ausland geliefert werden. Waffenexporte sind Mord, und wir werden uns den Mördern entgegenstellen. Dankeschön.